Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 New Vegas. Habe ich mich gerettet? Ich weiß es nicht. Ja, heute werden wir kurz gucken, ob wir Munition für unsere neue Waffe kriegen. Nee, wenn es stark ist. Und da haben wir sie. Der Jagdrevolver. Holy shit, ich sollte mir die Waffen, die ich finde, öfters mal angucken. Wenn wir sehen, ist das schon gar nicht mal so schlecht, was wir da bekommen haben. Und wieso haben wir Beweglichkeit? Begabt, bla 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 bla. Gebildet, grad tot. Hey. Whiskey Rose, nee. Wir haben doch überhaupt gar keinen negativen Effekt, oder? Metallrüstung, Beweglichkeit minus 1. Ah. Okay. Wir sind nicht mehr durstig, müde ein bisschen. Komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir eine Stunde schlafen. So, Munition. 45er brauchen wir, ne? 45er. Haben wir so etwas hier? Natürlich nicht. Das ist bestimmt Scharfschützenmunition. Die ist so selten. Mist. Ich würde gerne mit der Waffe schießen. Cass, hast du was für mich? Schieß dir ins Auge, Madame. Und ins Rechte. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Schade, aber gut. Wir behalten trotzdem mal die Waffe für den Fall der Fälle, dass wir Munition finden. Und meine Waffe ist natürlich ein bisschen defekt, die ich jetzt dabei habe. Das ist ein bisschen scheiße. Wir sollten uns eine neue Waffe suchen, auf jeden Fall. Denn diese hält auf jeden Fall nicht mehr lange. Das kann ich euch sagen. Und als nächstes gehen wir Richtung... da oben. Neben Wall 22. Stimmt, wir sind ja dahin gegangen, weil wir da doch noch zufälligerweise angekommen sind, als wir zu diesem Punkt hin wollten von den Rangern, wo wir jetzt hin wollen. Das heißt, wir haben es ja gar nicht mehr weit, ne? Wir haben es ja gar nicht mehr weit. Wir brauchen nur irgendwie so eine Straße oder so. Kann ich hier durch? Ich weiß nicht, ich glaube, das endet bei einer unsichtbaren Mauer. Ich glaube, das endet bei einer unsichtbaren Mauer. Wäre schön, wenn nicht, aber... naja. Noch können wir hier durchziehen, noch können wir es durchziehen. Die Frage ist nur, müssen wir hier hinter dem Berg? Habe ich so nämlich ein Gefühl, ein bisschen. Ja. Wir müssen einmal komplett rumgehen. Weißt du was, wir gehen den sicheren Weg. Ja, okay, der sichert sich gerade so sicher aus, aber ich kann euch versprechen, der ist sicherer als der Weg da hinten. Auch wenn wir hier aufs Maul fallen könnten. Ist doch egal. So, perfekt. Da kommen wir nicht durch, ne? Nee. Und wieso sind wir eigentlich wieder aufgeladen? Was habe ich gemacht? Kommt das vom Schlafen? Kriegen wir unser Leben durch Schlafen wieder? Allein schon, dass hier so ein grüner Baum wächst. Okay, der Weg war doch nicht so schön. Es sei denn, ich komme hier an der Seite vorbei. Guck mal, eine ganz normale Birke. Guck mal, wie schön Bäume sein könnten in diesem Spiel. Wenn es Bäume geben würde. Ich meine, klar gibt es hier welche, aber nur hier. Immer ein bisschen Sauerstoffproduktion. So sieht das immer so aus, als würde es hier Wege geben. Das hier sieht ja wohl eins aus wie ein Weg und der führt einfach nur da oben zu der Felsklippe. Na komm, ich will nicht auf der Straße laufen, die ist gefährlich. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwas war. Dass hier irgendwas an der Seite war und ich kann hier den Berg nicht mehr hochgehen. Ich muss echt außen rum gehen. Gut, Zeitersparnis war das jetzt nicht gerade, das ist ein bisschen schade. Ich habe gedacht, vielleicht sparen wir da ein bisschen Zeit, wenn wir da durchgehen, anstatt außen rum. Aber nein. Das ist uns leider nicht vergönnt. Wir müssen komplett einmal rumlaufen. Solange wir nicht keine Gegner, ja. Oh Gott. Nein! Alles nur nicht ihr. Bitte.
Verzieht euch. Ich will euch nichts tun. Und ihr wollt mir nichts tun. Scheiße, Mann, ich muss hier weg. Diese scheiß Motten kriege ich nicht tot. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die haben mich nicht angegriffen. Die haben mich zwar gesehen oder gewittert, aber wussten nicht genau, wo ich bin. Und was ist das da oben? Wir gehen da einmal hin. Wir haben ja nichts zu verlieren. Außer vielleicht unser Leben. Aber das ist doch nicht so viel wert. Ich wollte gerade sagen, habe ich eigentlich schon die Folge gewechselt? Ja, habe ich. Als wäre es Tag da drüben bei denen. Was bist du denn für eine Hütte? Boah, ey, wie weit oben ist denn das Ding? Wer baut denn so eine Hütte hier weit oben? Anhängerunterschlupf. Aha. Erfordert Schlüssel. Der Heck. Wir müssen irgendwo bei den Anhängern questmäßig irgendwas machen oder denen einen Schlüssel klauen, würde ich vermuten. Werden wir definitiv mal nachschauen, wenn wir bei den Anhängern wieder vorbeischauen. Ich glaube, die waren irgendwo bei New Vegas an der Seite, ne? Eine Straße. Ah, jetzt müssen wir die nur hochlaufen, dann sind wir endlich da beim Camp. Hoffe ich zumindest. Jetzt die Straße und hier würdest du wahrscheinlich runtergehen zum Camp. Na gut. Hoffen wir mal das Beste. So ein oller Weg. Ich meine, früher oder später wären wir den sowieso gegangen, weil da hinten eine wichtige Quest ist. Aber bisher ist alles noch in Ordnung. Komm schon, Zeit sparen. Oh nein, waren hier nicht auch Motten irgendwo auf dem Weg? Ach, warum muss es diese Motten geben? Ich finde die Motten echt schlimm. Die sind schlimmer als Kackbratzen oder Todeskrallen. Es gibt nichts Schlimmeres als die Motten. Die haben mir damals schon die Hölle heiß gemacht, als ich damals Fallout gespielt habe. Da habe ich die Dinger auch schon gehasst. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, war ich tot. Ich wusste ohnehin, dass ich sterbe. Also ich habe mich zwar gewehrt, aber ich bin einfach sofort umgekippt, wenn die mich gesehen haben. Weil die einfach eklig sind mit ihrem Gift und so weiter. Das sind fliegende, schnelle Skorpione. Weil Skorpione sind schon an sich sehr stark, wenn sie nicht so langsam. Aber fliegende Skorpione, die auch noch schnell sind. Oh mein Gott, oh ist das OP. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Ein Großhornbulle. Ja, meinetwegen. Ich kann mich bestimmt gut heilen durch die, aber... Was würde mich das bringen? Ist das eine Höhle? Wir werden einmal kurz einen kleinen Umweg wagen. Und in die Höhle gehen. In die Höhle des Löwen. Ha! Oh, ich liebe das, wenn das passiert. Ich liebe es. Guck dir dieses zerstückelte Ding an. Großhornfleisch. Alter Schwede. Das macht mich ja schon satt umgekocht. Ruby Mill. Nee, Ruby Hill Mill. Nee, Ruby Hill Mine. Oh mein Gott, ist das schwer. Ach, ist das schön. So gefällt mir das schon viel besser. Also so mit einer Laserwaffe ist angenehm, ne? Ist angenehm. Wenn mir jemand zu nahe kommt, dann hole ich einfach meine Stange hier raus und dann verprügel ich ihn damit. Ach, da ist noch einer. Hat er mich schon gesehen? Oh, ich liebe die Waffe. Ich liebe sie. Wir können sie auch mit anderen Waffen reparieren. Ich weiß jetzt nicht mehr mit welchen. Ich glaube, das waren Sturmgewehre sogar oder so. Oder, nee, Lasergewehre waren das, glaube ich. Oder Plasmagewehre, eins von beiden. Ich hatte ihn ja schon mal repariert. Ich gucke mir einfach meine Folge nochmal an und dann weiß ich, mit was ich das repariert habe.
Somit haben wir auf jeden Fall schon mal genug Fleisch, um den Hunger zu überleben. Der eigentlich das Unwichtigere von beiden ist. Das Wichtigste ist ja tatsächlich trinken. Aber trinken bekommen wir auch überall. Es gibt da was ich tun wollte. Freunde, es gibt da was ich tun wollte. So. Ich vergesse das ab und zu einfach. Immer wenn ich die Aufnahme starte. Zum Beispiel heute in der Aufnahme habe ich alles verkackt, was so ging. Ich habe die ersten 5 Minuten aufgenommen und habe dabei nicht mal mein Aufnahmeprogramm gestartet, weil ich weiß nicht, war einfach nicht in der Lage dazu. Zieh dich! Aha! Der da hinten bekommt mich sowieso nicht. Warte mal kurz, bis meine Aufladungen wieder da sind. Dann sniper ich ihn da oben weg. Au! Alter, macht der Schaden. Ja, wir sind jetzt hier reingegangen. Wir müssen das Ding auch durchziehen. Wo ist der oben jetzt hingelaufen? Bist du das da hinten? Die sehen voll creepy aus, oder? Hilfe? Treffe ich die überhaupt? Ich habe auf jeden Fall einen kritischen gemacht. Ha, da ist sein Kopf explodiert. Ich liebe diese Waffe, ey. Es gibt nichts Cooleres als eine Waffe, die keine Munition braucht, auch noch die schießen kann. Deswegen bin ich auch in Nahkampf gegangen, weil es ja theoretisch keine Munition verbraucht. Oh yeah. Wir treffen Myolog-Könige, aber wir haben noch keine Myologs getroffen. Das ist ein bisschen crazy, wie ich finde. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Was ist das hier für ein Ort? Und was wurde hier damals gemacht? Ich meine, die Myologs können ja wohl nicht dieses Zeug hier aufgebaut haben, oder? Ich glaube nicht, dass sie so intelligent sind oder die Ressourcen dazu haben. Ach, da bist du hingerannt. Haha! Ich finde es gut, wie man jetzt zielen kann. Da kann man viel besser auf den Kopf zielen. Mit Kimme und Korn. Stufenaufstieg! Yeah! Okay, Freunde, es ist wieder Zeit. Wir brauchen Sprache auf 80. Wir bringen ja erstmal alles auf... Nee, 85 wollten wir bringen, ne? 85. Somit haben wir Sprache auf 85. Jetzt würde ich gerne ein bisschen auf Überleben gehen. Machen wir mal so, dann können wir es nämlich gleich aufrunden. Und da haben wir noch einen Punkt, den investieren wir in Energiewaffen. So, jetzt noch ein Level up abwarten. Ach man, wir sind doch so schwach. Das ist so unglaublich. Ich meine, wir werden ja stärker und stärker und stärker. Das ist schon klar. Sprengstoffkiste. Aha. C4, okay, Dynamit mit langer, okay. Was will hier nicht alles finden? Wir werden ja stärker, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass wir momentan zu schwach sind, um gegen diese Fliegenviecher anzutreten. Oh, guckt euch mal diese geniale Waffe an, ey. Tja, tot durch Schulterschuss. Ah, die tragen doch sowieso nichts bei sich. Affen. Was? Ist da das Wasser? Willst du ein Nahkampfduell haben, hä? Du willst ein Nahkampfduell? Nimm das! So weit wollte ich es nicht kommen lassen. Den Rest verprügeln wir ihn einfach. 2 wollen wir doch mal sehen. Ja krass. Wir können sie im Nachhinein bearbeiten. Guckt euch mal die Muskeln an. Okay, jetzt hat er natürlich keine Muskeln mehr. Aber vorher hat er Muskeln gehabt.
So kann man Leichen auch beseitigen, übrigens. Hilfsmittel, was bringt uns das Rind 30 TP? Ich glaube, das können wir doch viel besser machen, ne? Hundesteak. 40. Seht ihr, das hier bringt ja schon mehr. Über eine Sunset Sarsaparilla und dann ziehen wir uns noch Hundesteak rein für Essen und ein Stimpact. Das dürfte uns so ziemlich helfen. Gott, ist das unfair. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Okay. Jetzt bin ich nämlich gleich tot. Jetzt mir wieder super Stimpact rein. Komm, laden wir uns erstmal am Wasser auf hier, ne? Munition aufladen, dann sehen sie uns nämlich nicht. Ah, toll, ich bin verkrüppelt. Oh Gott, wieso habe ich so viel Schaden kassiert? Hat er mir einen kritischen verpasst, oder was? Ach du Scheiße. Ich bin gleich anfällig. Oh Gott, ich glaube, ich bin gleich... süchtig nach Stimpacts. Ja, scheiße, Mann, wie soll ich die denn besiegen? Die sind zu zweit. Wieso bin ich in diese Höhle gegangen? Wieso habe ich keine ordentliche Rüstung? Wo ist er hin? Meyerlock? Oder Lucky Lock? Lucky Luke. Na toll, der Falsche. So kriegen die mich nicht. Hallo? Zweiter Lucky Luke? Keine Ahnung, ich nenne die jetzt einfach mal Lucky Luke. Mitglied der Schakale. Abgenutzter Schlüssel. Ein Drag. Was bist du? Was ist ein Drangler? Wie viel Schaden macht das Ding, sag mal? So, wo ist der andere Lucky Luke? Wait a second. Tja, wer es kann, kann's, ne? Kann ich nochmal von dem essen? Nee. Menschen kann ich nur einmal essen. Komme ich nicht dafür irgendwie Leben wieder oder so? Hätte ich schwören können. Nimm das! Ist das denn krass? Stell dir meinen kritischen mit dem Ding vor. Holy shit, ich habe mich richtig entschieden, hierher zu kommen. Was? Achso, seine Stücke sind bis hier hinten hingeflogen. Krass. Ja, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Wir werden uns gleich auf jeden Fall heilen gehen. Beim Arzt. Und vielleicht sogar noch ein bisschen einkaufen. Das wäre auf jeden Fall noch eine gute Idee. Aber erstmal gucken wir, ob wir da irgendwas übersehen haben. Ich meine, der Drangler ist schon eine coole Nummer, ne? Aber wozu ist dieser Schlüssel? Das ist hier die Frage. Achso. Dafür war er. Nehmen wir alles mit, kann man verkaufen. Na toll. Könnte ich nur für eine Sache einsetzen, ne? Ist ja nicht so, als wenn der Schlüssel nicht sofort kaputt geht. So kann man sich übrigens auch heilen. Hätten wir auch machen können.
Aber naja, das hätte auch ewig gedauert, ne, muss man dazu sagen. Gut, Freunde, wir haben eine coole neue Waffe. Die werden wir aber jetzt nicht so häufig benutzen. Weil ein Kritischer mit dem ist schon enorm geil. Es sei denn, wir können den Drängler mit irgendwas reparieren. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Gut, was soll's. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir wieder zum Arzt gehen, weil wir verkrüppelt sind. So ein Dreck. Haut rein, euer Zero. Tschüss.